Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier bei der Hobbit mit unserem guten Bilbo Beutlin, immer noch hier in der guten Seestadt. Und ich würde sagen, wir sprechen einmal mit dem Bürgermeister. Was haben wir hier? Die große Halle. Ja, groß sieht es jetzt nicht aus. Hallo Bürgermeister, mit dem reden wir gleich. Erstmal hier hinten, was haben wir hier? Geld, 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 Speichersockel. Okay. Hallo lieber Bürgermeister. Weitergehen, Bürger. Ja, ich will den Bürgermeister sprechen. Weitergehen. Ja, ich will den Bürgermeister. Das ist Bart, Hauptmann der Stadtwache. Wir haben schon von euren vielen Talenten gehört. Wir haben eine Aufgabe für euch. Wie ich höre, nennt man euch einen Schatzjäger-Experten. Wir könnten jemanden brauchen, der sich ungesehen bewegen kann. Die hiesigen Weinhändler sind in Aufruhr. Des Nächtens werden ihre Weinfässer gestohlen. Wir möchten, dass ihr die Weinläden bewacht. Falls ihr jemand Verdächtigen seht, folgt ihm, aber lasst euch nicht entdecken. Solltet ihr etwas erfahren, kommt zu mir. Das ist sehr wichtig, Herr Beutlin. Eure Unterstützung in dieser Sache ist lebenswichtig. Werdet ihr uns helfen? Vielen Dank für die Gastfreundschaft, die ihr uns nach einem so unbequemen Fassred zuteilwerden ließet. Ich würde sehr gern helfen. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Geld, juhu. Okay, wir sollen also dem Fassdieb auf die Schliche kommen. Es war der Hauptmann der Wache, es war doch nicht der Bürgermeister. So, Bart. Ja, da klingelt es natürlich auch im Hinblick auf die der Hobbit-Filme. So, einmal hier lang, hier lang, hier lang. Da haben wir schon die Steine, die uns den Weg weisen. Wir speichern. Und gehen weiter. Aha, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Was sehe ich denn da? Ein Schlüsselchen. Was, was, was? Der Text gerade war, glaube ich, ein bisschen fehlerhaft. So, hier runter. Hier runter, hier runter, hier rüber. Warum kriege ich denn diesen Kristall da nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, perfekt, Bilbo. Ärgerlich. Einmal hier hoch. Nochmal das Gleiche. Bevor wir nämlich jetzt irgendwas machen im Hinblick auf, ja, Versteck. Und die Story, ich verstehe das nicht, warum es da so fehlerhaft angezeigt wird. Wollen wir natürlich erstmal hier die Sachen sammeln. Okay, das ist deutlich schwieriger als von mir erwartet, da die Bretter sehr schnell wegbrechen. Ja, ein perfektes Versteck, finde ich auch. Darf ja nicht wahr sein. Ist das so ein normaler Schlüssel hier? Ich schaue gerade mal. Wir haben einen. Zwei. Ja, das ist einfach nur ein fehlerhafter Text. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Bisschen was zum Sammeln. Und hier haben wir scheinbar einen Fallschaden. Okay. Ganz schön weitläufig hier der Hafen, oder? Meine Güte. Hier geht's auch noch weiter. Das ist ja unglaublich. So groß hat den Spaß wirklich nicht in Erinnerung. Boah, seht euch an. Aber ich denke mal, hier werden wir später nochmal hinkommen. Auch im Zusammenhang mit dem guten Fässerdieb. Das heißt, das hier können wir erstmal außer Acht lassen. Wir gehen zurück und versuchen noch einmal hinten irgendwie die ganzen Sachen einzusammeln. Was sich als sehr, 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 sehr schwer herausstellt, muss ich zugeben.
Vielleicht geht's ja von hier aus besser, das kann ich mir vorstellen. Das ist einfach so unfair, weil Bilbo automatisch von Seil zu Seil springt und nicht an die, und sich nicht an die Bretter festklammert. Oh Mann, das dürfte schwierig werden. Wir probieren es natürlich nochmal. Einmal rechts rum. So. Hua. Das ist sauschwer. Ah, ich habe eine Idee. Letzter Versuch, danach lassen wir es mit den Kristallen da. Das darf echt nicht wahr sein. Ich habe noch eine Idee, die eventuell klappen könnte. Konjunktiv. Ich bin mir nicht sicher. So. Wow. Okay. Nochmal. Ja. Perfekt. 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 So, wir verstecken uns und machen weiter mit dem Fässerdieb. Das muss der Dieb sein. Er wird mich sehen, wenn ich nicht still bin. Hilfe. Das ist echt schwierig, oder? Ich finde das hier gerade wirklich schwierig. Unten die Anzeige ist ganz süß gemacht. Und steht da wieder. Man weiß halt nie, bis wo der geht. Da muss man immer vorsichtig sein. Ich hoffe, der Ring wird halten, die Zeit, bis er weitergeht. Perfekt. Ich war das nicht. Auf keinen Fall. Geh weiter. Na los, geh weiter. Kusch, kusch. Ist da was? Nein, hier ist nichts. Was ist das? Was denn? Puh. Hey, schneller, Bilbo. Ich darf ihn nicht verlieren. Nein, der entkommt uns nicht. Keine Angst, Bilbo. Okay, er scheint da reinzugehen. Oder auch nicht. Was? Nein, 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 hier ist wirklich nichts. Komm schon. Verschwinde, mein Freund. Ich bin nicht da.
Was ist das? Hier ist nichts. Geh mal schnell rein, meine Ringanzeige ist gleich leer. Merkwürdig. Das sollte ich besser Bart berichten. Eurer Beschreibung nach könnte das Bautan sein. Ich werde mit ihm über die vermissten Weinfässer reden müssen. Ihr habt Seestadt einen großen Dienst erwiesen, Herr Beutlin. Als Anerkennung ernenne ich euch zum Ehrenmitglied der Stadtwache. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Jetzt habe ich eine andere Aufgabe für euch. Gerade ist eine Ladung Kisten eingetroffen. Der Bürgermeister glaubt, dass sie etwas enthalten, das die Diebe haben wollen. Seht nach, was darin ist. Bitte nehmt das. Seestadt dankt euch für eure Hilfe. Ja, ein Heiltrank ist ja ganz nett. Wir speichern mal. Ich beschwere mich nicht. So. Wir mussten da hinten, dahin. Ja, da hinten lang. Okay, Seestadt bedankt sich. Ich bedanke mich ebenfalls. Habt ihr Wadens neuen Apfelwein probiert? Naja, der Apfelwein, beste Qualität. Ich vertrag das Zeug nicht. Ist mir viel zu süß. Viel zu süß. Ist doch gar nichts. Ach, ein Zwerg. Was machst du denn hier? Balin und Thorin sind die einzigen, die jemals im Innern des einsamen Berges waren. Ich brenne darauf, unser neues Heim zu sehen. Ja, und vor allen Dingen den Drachen. Ich brenne darauf. Sehr schöner Wortwitz an dieser Stelle. Oh, hallo. Mein ganzes Leben wollte ich den einsamen Berg besuchen. Ich kann kaum glauben, dass ich ihn endlich sehen werde. Noch sind wir nicht da, mein Freund. Noch sind wir nicht da. Wofür ist das Seil hier? Unnötig eigentlich. Man kam da auch so dran. Aber okay. Ist hier eigentlich irgendwo noch was? Nö. Gut. Dann geht's erstmal so weiter. Da unten ein Speichersockel brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Oh Mann. Das wird spaßig. Tastensalat. So. Hallo. Die Elben von Düsterwald misstrauen Fremden, obwohl sie mit den Menschen des Langen Sees schon seit Urzeiten Handel treiben. Ja, ich als Elb würde Menschen auch nicht wirklich vertrauen. Oder? Er war einst wunderschön. Man nannte ihn Grünwald den Großen. Alle gesunden Kreaturen sind nach seiner Verderbnis geflohen. Alle bis auf die Waldelben. Ja, Legolas Grünblatt heißt er doch, meine ich. Auch in Anlehnung auf den Grünwald, jetzt der Düsterwald, oder? War das damit gemeint? Ich bin mir nicht sicher. Guten Abend. Ja. Danke für deine vielen Worte. Oh, ach, hier gibt's auch einen Weg, der hier direkt hinführt. Das ist ja super. Wir gehen mal eben hier hoch und wir speichern hier vor allen Dingen mal eben. Was hat's eigentlich hier mit auf sich? Noch gar nichts scheinbar. Speichern. Was haben wir hier? Ich kann es nicht lesen. Guten Abend. Guten Abend. Der König unter dem Berge ist zurückgekehrt. Aus dem Berg werden Flüsse aus Gold fließen. Ja. Das sagt Thorin, ja. Aber wird das wirklich eintreffen? Man weiß es nicht. Alle ganz schön Geld versessen hier in Seestadt. Widerlich. So. Nein! Ich hab's wirklich, ey. Ich hab's momentan. Das sollte eigentlich ein Stabsprung werden. Ist ein bisschen gescheitert, aber wirklich nur ein bisschen. Guten Abend. Ja, ja, hallo. Der König unter dem Berge ist zurückgekehrt. Aus dem Berg werden Flüsse aus Gold fließen. Da wäre ich mir immer noch nicht so sicher. Davon erzählen die alten Lieder. Ich glaube die alten Prophezeiungen erst, wenn ich die Schätze mit eigenen Augen sehe. Ein Realist. Er will jetzt Abenteurer werden. Er sagt, die Zwerge hätten ein Kind bei sich, das ein Schwert trägt. Die Zwerge bezeichnen ihn als Hobbit. Das ist kein Kind. Ein Kind. Ich glaube, es geht los. Der mit Abenteuergeschichten aufgewachsen ist. Bilbo, Bilbo, Bilbo. Ich bekomme noch einen Herzinfarkt. Das sah gerade wieder aus, als würde er runterfallen.
Moment. So, hier hoch. Und der kann sich doch bestimmt... Ah, ja. Ist natürlich noch besser. Das ist das Lagerhaus. Mal sehen, was darin ist. Ja, erstmal hier die Sachen einsammeln. Das, die Zugbrücke hochmachen wollen wir gerade nicht. Wir wollen lieber speichern und in das Lagerhaus gehen. Ah. Boah. Okay, wir haben schon mal eine Menge Kisten. Und ein Heiltrank. Sehr verdächtig. Tötet den Wicht! Orks? Ein Hinterhalt! Was treiben Orks in Seestadt? Ja, hier, nehmt erstmal die Steine, meine Freunde. Das kam jetzt sehr überraschend. Böse Orks. Okay, der letzte Ork. Wah. Waha. Es lebt immer noch einer. Wo denn? Da oben. So ein kleiner. Warte, ich komme jetzt hoch, mein Freund. Eis da unten, sehr schön. So, das müsste es auch gewesen sein. Wie hältst du denn aus, mein Freund? So. Das war's aber jetzt, oder? Ja, die Musik wird leiser. Hier kommen wir erstmal nicht höher. Da kann ich tun, was ich will. Auch diesen Hebel hier betätigen. Einmal die Kiste nach hinten schieben. Was haben Orks hier zu suchen? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Bilbo. Sind die auf der Suche nach uns? Würde Sinn machen, da wir schließlich gerade aus einer Orkmine geflüchtet sind. Wow. So. Jo. Beim zweiten Versuch hat es ja geklappt. Ich will mich nicht beschweren. So. Nächster Hebel. Nächstes Glück. Ah. Okay, das ermöglicht uns natürlich jetzt das Hin- und Herbewegen. Wir speichern nochmal. Ein begeisterter Empfang. Und machen weiter mit dem Lagerhausrätsel. Wie? So, hier. Boah. Geld kriegen wir auch noch. Super. Und der nächste Hebel. So. Hua, hua. So, komm her, liebes Seil. Hua. Wir wollen natürlich auch die Kiste da oben mitnehmen. So, und dann wollen wir natürlich hier in den nächsten Raum hinein.
Sehr schön. Boah. Schweiß von der Stirn wischen, wir haben es geschafft. Bilbo, es tut mir leid. Das Lagerhaus war wohl doch gefährlicher, als ich dachte. Wir treffen uns bei der Apfelweinschenke, Bilbo. Ich habe vielleicht noch etwas anderes für euch zu tun. Diebe sind in die Waffenkammer eingedrungen. Sie haben viele Waffen gestohlen, darunter auch meinen schwarzen Pfeil. Der schwarze Pfeil ist von Zwergenhand gefertigt. Er gehört unserer Familie seit Generationen. Manche sagen, er sei verzaubert. Dieser Abschaum darf ihn niemals bekommen. Bilbo, diese Apfelweinschenke steckt voller nützlicher Informationen. Aber die Gäste würden nie mit mir sprechen. Geht hinein und seht, was ihr von ihnen erfahren könnt. Das hört sich mal nach einer Aufgabe an. Sehr schön, dass wir wieder so viele Mutpunkte bekommen haben. Wir speichern. Und ich würde sagen, rein in die Apfelweinschenke. Die kennen wir ja bereits. Und ich würde sagen, wir reden mal mit den guten Gästen. Da, der sieht sehr verdächtig aus. Hier. Sehe ich doch direkt. Habt ihr gehört? Diebe haben alle Waffen der Stadt gestohlen. Bewahren sie in irgendeinem Lagerhaus auf. Ich wette, einer dieser Galgenvögel weiß auch wo. Galgenvögel? Okay. Bist du ein Galgenvogel? Ich hörte, die gestohlenen Waffen werden in einem Lagerhaus aufbewahrt. Von hat diese Waffen gestohlen. Steckt mit Orks unter einer Decke. Was immer die planen, muss verhindert werden. Das hilft mir nicht weiter, aber du weißt doch was, mein Freund. Willkommen in meiner Apfelweinschenke. Ja, ja. Werbung in eigener Sache. Habt ihr gehört? Ja, ja, das sagtest du bereits. Okay, wir müssen hier hoch. Die Treppe ist nur nicht so gut begehbar. So. Du bist doch der Schlüssel, oder? Von und die Orks haben diese Waffen gestohlen. Wisst ihr etwas darüber? Orks? Das reicht. Kein Dieb, der etwas auf sich hält, gibt Orks Waffen gegen die eigenen Leute. Die Waffen sind in Renners Lagerhaus. Und jetzt lasst mich in Ruhe! Okay, ich glaube, wir müssen mit dem Mann sprechen. Renner suchen. Berichtet Renner, dass die Diebe sein Lagerhaus als Lagerplatz für gestohlene Waffen benutzen. Oh. Das würde sicherlich freuen. So, einmal speichern. Einmal rumdrehen und ich müsste eigentlich richtig liegen, dass wir hier direkt am Hafen auskommen. Ja, tatsächlich. Von hier aus zum Steg war es ein rechter Katzensprung, meine ich zumindest. Hier hinten rum. Und dort hinten unten müsste es bereits sein. Genau, da steht er. Super. Bringt das hier irgendwas? Geld, ein Heiltrank. Noch mehr Geld. Bringt das hier. Aha. Da sieh mal einer an, was wir hier noch gefunden haben. Ja gut, war jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber wir haben einen geheimen Weg gefunden, immerhin. Das lobe ich mir. Hier möchte ich aber eigentlich nicht hoch. Oder ist hier auch noch irgendwas? Ich glaube eher weniger. Aua. So, auf zu Renner, denn wir haben ihm etwas zu berichten, nachdem wir gespeichert haben natürlich. Hallo. Seid ihr Renner? Ich hörte, die gestohlenen Waffen werden in einem Lagerhaus aufbewahrt. Die Waffen sind in meinem Lagerhaus, stimmt's? Das habe ich mir fast gedacht. Hier ist ein Schlüssel. Räumt alles aus, mein Herr. Zum Wohle von Seestadt. Das hört sich spannend an. Wir haben den Schlüssel bekommen. Sehr schön. Sucht in Renners Lagerhaus nach den gestohlenen Waffen. Das hört sich so einfach an, aber ich bin mir sicher, das wird noch einige Probleme geben. Renners Lagerhaus. Okay. Auf ein neues. So. Giftfall, natürlich, wenn es weiter nichts ist. Ist das hier irgendwie weiter? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht so wirklich.
Okay. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Ölschicht. Drum drauf kommen wir nicht. Was bringt der Hebel? Fallen deaktiviert. Ich verstehe schon. Der hätte den Quatsch sein lassen können, die ganze Sache einzusammeln, während das ganze Gebiet hier noch vergiftet ist. Ich denke, wir werden da oben später nochmal hinkommen. Was bringt es uns da hinten hinzukommen, frage ich mich. Eigentlich gar nichts. So, hier können wir speichern. Darüber kommen wir nicht. Um Gottes Willen. Muss der sein, ne? Ja, enttäuschend, meine Güte. Wer hat denn nicht, wer will nochmal? Komm her, mein Freund. So. Das war jetzt sehr, ja, einfach, leicht, schon beinahe zu leicht. Wobei, zu leicht kann es nicht sein. So. Einmal hier hoch. Okay. Einmal runter und einmal hoch. Haben wir da irgendwas? Nein, nur hier in dieser Richtung. So. Einmal speichern. Und einmal hier rüber. So. Ah, der Dachboden, wie es aussieht. Alles sehr verwirrend hier. Einmal speichern. Schwarzen Pfeil. Ja, und wenn ihr nicht von hier verschwindet, spieße ich euch damit auf. Bleibt mir vom Hals, Kröte. Lass ihn doch nicht... Oh, die Waffen. Ein Heiltrank. Ja, als hätten wir nicht schon genug Sachen. Oh, sehr schön. Also da sind wir sehr gut dabei. Heiltränkemäßig, geldmäßig, lebenspunktemäßig, alles super. Ja, dahin ist die nächste Schalter, das weiß ich. So. Und jetzt sind wir echt gut dabei. Und das stimmt mich sehr, 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 sehr glücklich. Uah. Boah, war das richtig? Ich habe keine Ahnung. Es hat aber funktioniert. Ist das die Ausgangstür, die wir da geöffnet haben? Suizid-Bilbo!
Entschuldigung. Der Sprung war ein bisschen weiter, als ich ihn abgeschätzt hatte. Hatte. Pipapo. Okay. Hier braucht man dann wohl keinen Stabsprung auszuführen. So, dann müssen wir scheinbar wieder raus hier. Die Waffen haben wir gefunden, den Pfeil leider noch nicht. Ich denke mal, das wird dann... Ich fürchte, ich habe hier den Hebel noch nicht gezogen. Oh, ich hatte recht. Machen wir das nochmal. Ich mach's uns nicht einfach. Boah. So, und jetzt hier einmal runter. Moment. Aha. Wollte gerade schon fast sagen, das war die Möglichkeit, hier oben die Sachen mitzunehmen. Und dann gemütlich wieder zu verschwinden mit 15 Heiltränken. Wie viele können wir mitnehmen? 15, super. Alle Heiltränke voll. So, raus hier. Und damit haben wir das Rätsel wohl gelöst. Was haben Sie vor? Es gibt einen alten Dieb namens Malok, der öfter mal in der Apfelweinschenke ist. Er ist schon seit Jahren sauber, aber er kennt immer noch viele Diebe. Er weiß vielleicht, wo sich das Versteck der Diebe befindet. Möglicherweise wird er es ja einem Diebeskollegen verraten. Ja, weil wir ja auch in Wirklichkeit ein Dieb sind. Nein, okay, wir speichern. Und ich würde sagen, die Apfelweinschenke suchen wir dann beim nächsten Mal auf, denn das soll es mal gewesen sein hier aus Seestadt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit dem, ja, Waffenschmuggler und immer noch auf der Suche nach dem schwarzen Pfeil. Bis dann, Leute.